Hallo und willkommen. Mein Name ist Angelika Winkelhofer. Ich bin ärztliche Psychotherapeutin und in diesem Video stelle ich Ihnen das Angebot meiner Praxis vor. Warum sind Sie überhaupt auf dieses Video gestoßen? Vielleicht, weil Sie merken, dass es so nicht mehr weitergeht, dass es wie bisher das Leben nicht mehr funktioniert oder etwas dazwischen gekommen ist. Vielleicht spüren Sie einen Impuls, jetzt will ich wirklich was ändern. Und dann, entweder weil man was ändern möchte oder weil es ihnen schlecht geht, dann bekommt man Ratschläge, liest Bücher und versucht sich da irgendwie wie Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen und stellt fest, dass das nicht funktioniert und dass es auf jeden Fall sehr, sehr mühselig ist oder eben gar nicht funktioniert. An diesem Punkt kommt dann professionelle Hilfe ins Spiel. Und ich weiß, dass die Hürden dafür sehr hoch sind, sich dazu zu entschließen. Und schön, dass Sie jetzt mal dieses Video angucken und dann rausfinden, ob das was für Sie ist. Der Punkt ist nämlich, dass das nicht klappt mit den Büchern oder den Ratschlägen, weil das, was die Probleme verursacht, manchmal im Unterbewusstsein liegt. Und das bedeutet, Sie haben das unter den Teppich gekehrt. Das ist eine gute Strategie, Dinge, die ich nicht bewältigen kann oder für die ich gerade keine Zeit habe, erstmal beiseite zu stellen. Das Problem ist nur, wenn man das alles beiseite gestellt oder unter den Teppich gekehrt hat, dann ist das irgendwann zu viel. Und dann funktioniert das Beiseitestellen eben nicht mehr. Und dann ist es höchste Zeit, sich Hilfe zu suchen. Wenn wir also Psychotherapie machen, dann wandern wir hinab in den Keller und gucken gemeinsam, was ist da im Unterbewusstsein abgelagert und wie kriegen wir das da wieder raus? Ja, wie können Sie Ihren seelischen Keller aufräumen? Da räumt der Kopf sich dann auch mit auf. Nach meiner Erfahrung und nach vielen wissenschaftlichen Studien gibt es zwei Wirkfaktoren für eine erfolgreiche Therapie. Zwei wesentliche. Ein wichtiger Wirkfaktor ist, dass Sie sich aufgehoben fühlen. Und in einer Gruppentherapie sind sie auf besondere Weise aufgehoben, weil da sind Menschen, denen geht es auf gewisse Weise an der einen oder anderen Stelle so wie ihnen. Die sind aber dabei, ihren Keller aufzuräumen. Die können ihnen sagen, wie es sich anfühlt. Und das ist ein sehr, sehr heilsames Gefühl. Und man fühlt sich einfach sehr viel weniger allein mit diesem komischen Zustand, in dem sie sich vielleicht auch gerade befinden. Also die Menschen verstehen auf der einen Seite, wie es ihnen geht und sprechen das vielleicht aus. Also da ist jemand, der findet Worte für das, wie es ihnen gerade geht. Und das ist sehr kostbar. Die Gruppentherapie ist geschützt, die findet nach einem bestimmten Rhythmus statt. Ich leite das auch, ja, und es gibt aber diesen ganz geschützten Austausch, einfach da zu sein und dass es einfach schön ist, dass sie da sind, dass sie dabei sind. Und auf die Weise passieren Veränderungen. Und wenn sie länger dabei sind, kann man nochmal zurückblicken, wie ist es mir gegangen und das habe ich vielleicht schon verändert. Und so ist die Gruppentherapie, so wie sie bei mir stattfindet, etwas Heilsames, Kostbares. Der zweite Wirkfaktor ist, dass jemand dabei ist, der sich auskennt. Ich bin die Expertin für Gruppentherapie in diesem Fall. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren und seit sehr vielen Jahren auf genau diese Weise in meiner Praxis. Und das ist gut, jemanden dabei zu haben, der ein bisschen Distanz hat und der auch was von ihnen weiß und der sie durch diese Gruppenprozesse gut begleiten und leiten kann. Es gibt ein paar Bedenken, die viele Menschen bei der Gruppentherapie haben. Das erste ist, wie viele Leute sind es? Es sind ungefähr 8. Und muss ich denen alles von mir erzählen? Nein. Die Gruppentherapie ist in gewisser Weise sehr diskret, weil es ist egal, wo Sie arbeiten.
Wenn Sie Ärger mit Ihrem Chef oder Ihrer Chefin haben, dann braucht niemand zu wissen, wo Sie arbeiten. Das macht keinen Unterschied. Wir befinden uns an der Wurzel von den Problemen, an der Wurzel von den Dingen, die Sie belasten. Und an der Wurzel ist viel Menschliches sehr ähnlich. Und auf diese Weise müssen Sie nichts von den äußerlichen Dingen preisgeben und können da ganz zurückhaltend sein. Ja, niemand in der Gruppe kennt Ihren Nachnamen oder weiß, wo Sie wohnen. Das ist alles sehr diskret und das darf es auch bleiben. Ein weiteres Problem für viele Menschen ist, dass sie glauben, jetzt muss ich mir auch noch die Probleme der anderen anhören. Ich habe doch selber genug Probleme. Das Besondere ist aber, dass wir hier nicht so viel über die Probleme und die Einzelheiten der Probleme sprechen, sondern dass jemand das Anliegen schildert und es dauert 5 Minuten, vielleicht 10. Und ihre Aufgabe ist es aber nicht, sich das Problem der anderen Person anzuhören und das dann zu lösen, sondern es ist jedes Mal ihre eigene Therapiestunde. Und sie hören das, was jemand erzählt, und sie spüren nach, was bringt das in meiner Seele zum Klingen? Wo komme ich in Resonanz? Wo unter meinem Teppich fängt es an zu rappeln, wenn ich das höre? Und damit arbeiten wir dann. Das schauen sie sich an. Und dadurch, dass sie unter ihrem Teppich aufräumen, kann die Person, die vielleicht gerade ein Anliegen geschildert hat, gucken, ah ja, das passt für mich, das passt für mich nicht. Und auf die Weise sind alle gut aufgehoben und es ist für jede Person jedes Mal die ganz eigene Therapiestunde. So haben Sie jetzt einen Baustein in meiner psychotherapeutischen Praxis kennengelernt. Und da man aber nicht wissen kann, wie das ist, gibt es eben die Möglichkeit, das auszuprobieren, so wie wenn man noch nie Erdbeerkuchen gegessen hat, weiß man auch nicht, wie der schmeckt. Aber vielleicht wollen Sie es wagen und das einfach mal probieren. Der zweite Baustein von meiner psychotherapeutischen Praxis ist das autogene Training. Und das autogene Training ist ein wesentlicher Bestandteil davon, ob die Therapie für Sie wirklich leichter wird und wirklich erfolgreich, wenn man das so nennen möchte, dass es Ihnen relativ schnell und relativ konstant besser geht. Dafür ist der zweite Baustein das autogene Training. Es gibt ja einen Grund, warum Sie die Dinge unter den Teppich geschoben haben. Weil Sie vielleicht traurig oder ärgerlich oder peinlich sind. Das heißt, wenn wir die da rausholen, wenn wir im Unterbewusstsein und in der Seele hinspüren, was ist denn eigentlich los, was liegt da rum, was belastet sie eigentlich, dann werden auch diese Gefühle frei. Dann kommt mit den Gefühlen auch die Lebenskraft und Lebensfreude wieder. Aber es werden eben auch diese Gefühle frei. Und wenn sie nicht in der Lage sind, die Gefühle da sein zu lassen, mit denen zu sein, die zu leben, dann wird sich nicht viel ändern, weil dann müssen Sie die Sachen schnell wieder unter den Teppich packen. Deswegen ist das autogene Training so wichtig. Es gibt nämlich einen wesentlichen Grund, warum man keine Gefühle zulassen kann. Der wesentliche Grund dafür ist, dass der Stressfaktor, das Anspannungsniveau so hoch ist, dass der Organismus keinen Platz für Gefühle hat. Das ist gut so eingerichtet. Wenn der Säbelzahntiger kommt, möchte ich mich nicht fragen, wie ich mich fühle. Ich möchte mich auch nicht fragen, wie der Säbelzahntiger sich fühlt. Ich will einfach nur kämpfen oder flüchten, je nachdem. Ja, ich muss also in einen relaxteren Modus kommen, um Raum für die Gefühle zu haben. Ich muss mir dafür auch Zeit nehmen. Das ist der zweite Faktor. Für die Selbstfürsorge Zeit einzuräumen, zu lernen, dass ich wichtig bin, dass sie lernen können, ah, ich bin mir wichtig. Und dann muss ich wissen, okay, wie kriege ich mich aus diesem Stress heraus?
Und dafür ist das autogene Training eine nachweislich wirksame Methode. Und deswegen wird sie ebenso wie die Gruppentherapie bei mir in der Praxis von Ihrer Krankenkasse bezahlt. Gut, ich freue mich auf Ihre Fragen, auf Ihre Kommentare, wenn es dazu welche gibt. Und freue mich, wenn wir uns zum Erstgespräch in der Praxis treffen. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.